Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Failjack und ich mache mit euch eine kleine Tutorial-Reihe über das Spiel oder von dem Spiel Vintage Story. Ja, ich bin da jetzt kein Pro-Trainer oder so, aber ich hoffe, euch irgendwie ein bisschen weiterhelfen zu können, weil ich hatte wirklich immense Schwierigkeiten bei dem Spiel immer richtig reinzufinden. Auch wenn es einen richtig schönen Wiki gibt auf der Webseite von dem Spiel, habe ich trotzdem meine Schwierigkeiten gehabt. Und das möchte ich euch halt ein bisschen erleichtern. Und deswegen werde ich jetzt eine kleine Tutorial-Reihe starten für euch. Diese Videos kommen einmal die Woche raus. Und und dann werden wir einfach mal anfangen. Ich habe jetzt mal eine neue Welt erstellt. Und ihr seht das schon hier, ihr könnt euch das hier mal durchlesen. Das ist jetzt unser Leitfaden für den Überlebensmodus im Wiki, aber diese Videos sind alle in Englisch, wenn ihr die lesen wollt. Wenn ihr einen Chrome-Browser habt, könnt ihr auch die Seite, den Wiki aufrufen, dann macht ihr einen Rechtsklick auf die Seite und dann seht ihr ein Untermenü, sage ich mal, und dann wählt ihr einfach aus Übersetzt in Deutsch und dann übersetzt euch Google das direkt in Deutsch, die ganze Seite. Ist dann ein bisschen einfacher, aber sobald ihr die Seite wechselt, ist sofort wieder in Englisch, dann müsst ihr wieder rechtsklick, wieder übersetzen, Deutsch und so weiter. Der Wiki soll natürlich nicht aktuell sein. Was aktuell sein soll, soll das Handbuch sein. Ja, da kann man dann mit H im Spiel drauf zugreifen. Dann machen wir mal hier könnt ihr euren Charakter, könnt ihr euch hier so Sachen auswählen, ne, wie er dann aussehen soll. So, ja. Auswahl bestätigen und dann fangen wir gleich an. Als erstes haben wir eine Fackel hier. Oh, hier war ich auch noch nicht in dem Biom. Was ist das denn hier? Bambus? Da muss man aber auch das haben. Okay, gut, wir wollen ja nicht jetzt hier ein Let's Play machen. Das habe ich ja schon. Übrigens könnt ihr auch mal reinschauen. Ich werde am Ende des Videos nochmal mein Let's Play verlinken. Oben rechts seht ihr das dann. Ein weißer Schriftzug. Ich habe auch die Staffel 1 am Laufen zurzeit und würde ich mich freuen, wenn ich euch da auch mal treffen würde. Könnt auch mal was in die Kommentare schreiben. Wir fangen an. Folgendes. Also, wir haben mit E, Taste E ist unser Crafting-Menü. Das ist das Crafting-Menü. Und hier kommt das fertige Produkt raus. Später kommen wir noch zu, kann man sich hier noch Taschen craften oder erst Körbe, Rucksäcke und so weiter. Und dann wird die Leiste hier, das ist unser Inventar zur Zeit hier, ne? Von Platz 1 bis Platz 0. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Das sind unsere Taschen zur Zeit. Und wenn ihr euch diese vier Plätze mit Körben oder Taschen gecraftet habt, dann erscheinen hier noch mehr Plätze. Das heißt, dann habt ihr die Reihe hier unten und das, was hier drin ist. Zurzeit ist hier ja nichts. So, das wäre das. Mit Taste Tab kommt ihr hier auf den Chat. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel T drückt, dann könnt ihr auch schreiben. Als erstes würde ich euch empfehlen, Slash zu drücken, also Shift gedrückt lassen, dann die Taste 7. Dann gebt ihr Time an, Leerzeichen, Hours per Day. Und dann macht ihr zum Beispiel 96, dann sind die Tage länger. Bestätigen mit Enter, jetzt ist natürlich erst Nacht. Aber der Mond, der geht jetzt hier, der geht hier unter. Zurzeit Gefahren im Spiel, mit Tab könnt ihr auch den Chat wieder ausblenden. So, ihr seht jetzt auch noch mehr als 4 Tage bis Monster erscheinen. Es kommen auch Monster im Spiel, also ihr habt erstmal genügend Zeit, um euch hier richtig auszulassen. So, mit Tab schließt ihr das jetzt wieder. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir Stöcker bekommen. Hier sind Stöcker, diese Stöcker. Einfach mit Linksklick anklicken, hacken, weghacken, einsammeln. Seht ihr, jetzt haben wir 2 Stöcker schon mal. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir Feuerstein bekommen. Hier sind überall so Steine, das ist nicht, das ist Feuerstein hier. Seht ihr, das sind so braune. Oder hier. Und hier ist so ein grauer mit bei. Auch zerschlagen. Zack, haben wir schon 2 Feuersteine. Noch ein bisschen Holz, noch ein bisschen Holz. So, Holz haben wir erstmal genug. Vielleicht noch ein bisschen Feuerstein. Ja, mal schauen. Ja, ich kann es auch nicht lassen, ich weiß. So, und schauen wir mal. Hier muss noch irgendwo. Gefahren sind zurzeit nur die Wölfe.
Dann müsst ihr aufpassen, wenn die kommen, laufen, laufen, laufen. Ansonsten, ihr habt schon Waffen. Das sind Wolf. Nee. Das sind Schweinchen, sind das. Schweinchen, Onk, Onk. Hier ist noch Feuerstein. So, nochmal vier, nochmal zwei, haben wir vier. So, und jetzt kommt das Eigentliche. Das Crafting funktioniert hier drüber nur bedingt. Wenn wir jetzt, haben wir kein Licht. Stellen wir uns mal hier hin, macht er mit Rechtsklick. Dann nehmt ihr euch den Feuerstein in die Hand. Könnt ihr mit der Mausrad oder mit den Tasten 1 bis 0, könnt ihr die auch auswählen. Dann drückt ihr linke STRG, dass er in die Hocke geht. Und dann drückt ihr die rechte Maustaste auf der Erde, einen Platz vor euch. Und dann steht hier ein Rezept, halt will Rezept aus Pfeilspitzenkürz herstellen. Achskopf, Feuerstein, Achskopf, Messerklinge, Schaufelkopf und Speerspitze. Das erste, was wir uns jetzt erstmal machen, ist ein Achskopf. Und jetzt seht ihr ja hier, seht ihr so einen, ja, eine Platte. Und da sind hier diese gelben Kästchen. Gelb bedeutet immer, das müsst ihr zerschlagen. Und das müsst, da müsst ihr auch einen Feuerstein für in der Hand halten. Also, wenn ihr das mit einem Stein versucht, wird die Platte zerstört. Jetzt könnt ihr zum Beispiel Taste G drücken, dann zoomt ihr näher rein. Könnt euch auch noch vielleicht noch ein bisschen näher ran bewegen vorher, dann drückt ihr nochmal G. So, und dann seht ihr das viel besser hier. Und dann drückt ihr einfach jetzt linke Maustaste, könnt auch gedrückt lassen. Und dann folgt ihr einfach diesen Linien. Wo ist denn diesen Kästchen hier? So. Die erste Seite. Dann noch die andere Seite wegmachen. So. Taste G wieder oder einfach nur bewegen. Und jetzt haben wir hier einen Achskopf. Den nehmen wir jetzt. Und den packen wir uns in die Mitte des Crafting-Inventars. Nehmen uns einen Stock, packen den da drunter mit Rechtsklick, einen Stock. So. Dann Stöcke könnt ihr wieder wegpacken und dann braucht ihr euch hier einfach nur die Axt rausnehmen. Und dann habt ihr hier, habt ihr euch eine Axt gecraftet. So, und dann könnt ihr drauf gehen, dann seht ihr, na hier, jetzt können wir eigentlich Bäume fällen. Jetzt werden wir uns aber noch was craften, nochmal in die Hocke gehen mit STRG links, Rechtsklick auf die Erde. Und dann werden wir uns jetzt, warte mal, eine Speerspitze erstmal machen. Gehen wir wieder ein bisschen rüber, drücken wir Taste G. Ihr müsst das nicht mit dem G machen, aber ich finde, man sieht es besser. So, und hacken wir uns das hier auch wieder alles weg. So. Den Speer brauchen wir halt zum Jagen. So, Taste G wieder. Dasselbe nochmal, die Speerspitze nehmen wir jetzt, packen wir in die Mitte, nehmen uns das Holz mit links, Rechtsklick einmal, Holz in die Leiste und haben wir einen Speer. So. Und so geht das halt mit jedem Werkzeug. Jetzt könnt ihr halt mit dem Speer mit der linken Maustaste zuschlagen. Da ist der Schaden, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die genauen Werte, bei Feuerstein ist er glaube ich 1,5 oder 1,6. Könnt ihr auch gedrückt lassen, linke Maustaste. Aber ihr bekommt sehr viel Schaden von den Tieren, vor allen Dingen von Wölfen und so weiter. Es wird gleich auch Tag, schön. Und was ihr noch machen könnt, ihr könnt rechte Maustaste gedrückt lassen und dann könnt ihr werfen. So, und einfach dann drüber laufen wieder und dann sammelt ihr den wieder ein. Werfen hat den Vorteil, dass ihr auf große Entfernung halt euch an eure Opfer annähern könnt, wie die Schweine dahin zum Beispiel. Und der Speer macht beim Werfen, glaube ich, 3,5 oder 3,6 oder sogar 3,4 sogar nur. Ich weiß nur, auf jeden Fall macht er das Doppelte an Schaden dann, ne, wenn ihr werft. Am besten sinnvoll wäre es natürlich, wenn ihr euch mehrere Speere macht. Wenn ihr am besten, ich glaube, pro Tier braucht man so 5 bis 6 gute Treffer mit dem Speer, wenn er geworfen wird. Deswegen 5 bis 6 Speere herstellen, in die Leiste oder in euren Rucksack oder wie auch immer packen. Und dann immer feuern. Also er wählt die immer automatisch aus. Ihr müsst die nicht extra anwählen oder so. Ne? Ich kann euch das hier auch einmal noch demonstrieren. Gehen wir nochmal in den Hocker. Ah, ist so nah. Mal was hier. So, was jetzt? Speer. Mache ich das mal aus der anderen Ansicht hier. Das, ihr könnt auch von hier oben machen. Ihr müsst jetzt nicht G drücken. Das ist halt nur eine kleine Hilfe, die ich dann auch rausgefunden habe noch.
So. Machen wir hier uns noch einen Speer, dass ich euch das mal einmal demonstrieren kann. Dafür ist dieses Video ja gedacht. Soll euch ja helfen. So, jetzt haben wir, da ist er. Einmal hier rein. Rechtsklick. Im Holzstab. Zack, und jetzt haben wir noch einen Speer. So, und jetzt könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt werft, dann kann er das, du musst sozusagen, also er wählt das automatisch aus. Ihr müsst jetzt hier nicht immer hier hin und her schalten. Ihr müsst hier nicht hin und her schalten, das ist unnötig. Einfach rechte Maustaste anvisieren, loslassen die rechte Maustaste anvisieren, loslassen die rechte Maustaste hinrennen, das einsammeln und das Schwein wird definitiv nicht abhauen. Es wird versuchen, euch anzugreifen, wie jedes andere Tier auch, auch Ziegenböcke und und. Und deswegen am besten irgendwie, dass ihr euch irgendwie so weiter hinten hinstellt und dann werft ihr die Dinger da drauf. Und wenn er dann zu euch hinläuft, dann macht ihr hier kurz einen Rundgang, sammelt euren Kram wieder ein, stellt euch das hier hin und ballert ihn dann wieder oder so. Also ist ein bisschen tricky das mit dem Jagen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal eine Waffe, mit der wir uns verteidigen können. Und unsere erste Axt natürlich. Achso, nehmen wir das natürlich wieder in weg. Jetzt drückt er nochmal Taste E, dann mit linker Maustaste und dann packt er das hier rein. Dann habt ihr nämlich eine zweite Hand, wo ihr immer die Fackel tragen könnt und könnt trotzdem Bäume fällen oder jagen oder was auch immer. Auch ein wichtiger Hinweis und ja, jetzt gehen wir mal an so einen Baum ran halt. Drücken linke Maustaste, gedrückt lassen. So, und jetzt habt ihr hier gefällt. Was haben wir uns hier geholt? Das ist ein Bündel Bambusfeder. Hat eine Brenntemperatur von 700 Celsius und eine Brenndauer von 10 Sekunden. Was das auf sich hat, das werden wir auch noch mal machen in einem anderen, in einem weiteren Tutorial-Video. So, was hatten wir jetzt hier eingesammelt? Eine Ranke. Materialpflanze, Brenntemperatur 500 Celsius, Brenndauer 10 Sekunden. Ihr seht schon, die Brenndauern sind unterschiedlich. Jetzt nicht das Schwein schlagen, ne? Sonst kriegen wir nachher Ärger hier. Der hat böse Hauer, der macht uns nachher einen Mulo hier. Ja, hau ab hier, Schwein. So. Und jetzt fällt der ganze Baum in sich zusammen, ne? Jetzt ist er komplett weg. Deswegen immer unten anfangen zu hacken, ist immer ganz sinnvoll. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Jetzt brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Feuerstein. Mal gucken, wo wir noch ein bisschen Feuerstein wegkriegen. Weil wir haben zwar einen, aber wir brauchen ja auch einen, um den zu kloppen. Könnte auch mit der Axt machen, würde ich aber nicht unbedingt machen. Kann ich nicht empfehlen. Weil die Axt, die nutzt sich ab, wie jedes andere Werkzeug auch. Zu Demonstrationszwecken kann ich das jetzt ja mal machen, jetzt mit der Axt. So, jetzt haben wir ja eigentlich. Das ist echt ein schönes Biom, ey. Bin auch noch nie drin gestartet. So, jetzt haben wir wieder ein paar Feuersteine. Und jetzt werden wir uns das nächste craften mal. Das nächste wäre eine Messerklinge. Wenn ihr die fertig habt, mal ein bisschen heran. Nochmal Taste G. Hier bekommt ihr jetzt zwei Messerklingen raus. Irgendwas hat was damit zu tun mit der Größe der Platte. Die Platte halt so groß ist, da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, da kann der Spieler auch gleich zwei Gegenstände rausbekommen. Messer braucht ihr zum Beispiel, um Pflanzen zu ernten. Ich meine, könnt ihr so auch, ohne die Messerspitzen. So, jetzt lege ich das. Das könnt ihr zum Beispiel auch mal, wenn ihr mehrere Sachen erstellen wollt, einfach den ganzen Stack reinpacken von den Stöckern, dann die Messerklinge und dann kriegt ihr hier das Messer raus. Packen wir uns das hier mal hin. Noch ein. So. Und ihr könnt das jetzt entweder nehmt das jetzt so raus. Packt das hier hin. Oder ihr schließt das jetzt einfach. Und dann ist es auch im Inventar unten drin. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Das müssen wir jetzt erstmal loswerden irgendwie. Warte mal, dann machen wir so. Dann drücken wir Taste Q. Dann schmeißen wir das mal weg. Das brauchen wir jetzt ja nicht. Den Bambus, weiß ich nicht, kann man den platzieren? Ne, kann man nicht. Dann schmeißen wir den auch weg. So, brauchen wir jetzt auch nicht. So, damit wir wieder ein bisschen Platz haben, weil wir ja noch kein Inventar haben,
Wir in unsere Leiste. Ja, jetzt zum Beispiel schön zu sehen. Jetzt machen wir das mal Folgendes. Wählen wir mal kein Werkzeug aus. Was passiert? Die Pflanze wird zerstört. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht in. Genau, seht ihr. Und jetzt mit dem Messer habe ich das geerntet und habe hohen Farn. Material Pflanze, Brenntemperatur 600 Celsius, brennt aber 10 Sekunden. Wieder mal. Was wir mit Farn machen, weiß ich nicht. Ach, kann man wieder pflanzen mit rechter Maustaste? Schön. Wusste ich auch noch nicht. Ja, weil wie gesagt, in Debium war ich noch gar nicht. Dachte, ich stand jetzt irgendwo im Wald oder so. So, dann gucken wir mal ein bisschen weiter hier. Was das ist, weiß ich nicht. Ist das auch Feuerstein? Ja, ist doch. War noch ein bisschen anders aus gerade. Wahrscheinlich wegen den Lichtverhältnissen. Jetzt gucken wir mal. Jetzt werden wir uns erstmal noch einen Baum fällen. So fängt. Ja, Äxte sind ein bisschen. Naja, man muss halt sehr viele herstellen, weil die sich sehr schnell abnutzen. Zumindest die Feuersteinaxt. Also hier hacken wir jetzt ein bisschen länger dran rum, weil das ein großer Baum ist scheinbar. Ich habe jetzt nicht geguckt nach oben, wie groß der ist. Umso größer der ist, umso länger dauert es natürlich. Oh, da sind einige runtergekommen. Da sind einige runtergekommen. So, ihr könnt immer 16 dieser Blöcke könnt ihr immer hier reinpacken. Hier seht ihr auch schon, die Brenndauer ist hier ganz anders. Die ist hier gleich auf 800 Celsius und hat eine Brenndauer von 47 Sekunden für einen einzelnen Block. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Feuer machen wollt, dann kommen wir jetzt dazu, braucht ihr auf jeden Fall nicht diesen Kapok-Stamm. Also ihr könnt jegliche Art von Bäume nehmen. Natürlich jetzt, ich denke mal nicht, dass das mit dem Bambus geht. Ihr müsst hier schon so Bäume nehmen, ne? Diese Dinger hier oder so. Ihr wisst ja schon, ihr wisst ja, was ein Baum ist. Ich doch mal Stefan aus. Dann nehmt ihr die Axt, packt die Axt in der Mitte, nehmt euch hier so einen Holzstamm, Rechtsklick, einmal rein und zack, habt ihr drei Feuerholz. Das war's schon. Wenn ihr hier drin craftet mit der Axt, nutze ich die Axt auch ab. Ist gut zu wissen. Dann einmal in die Hocke, Rechtsklick. Ne, gar nicht wahr. Oh, jetzt habe ich euch Mist erzählt. Mit Rechtsklick kann man es aufstehen, Rechtsklick kann man es wieder aufheben. Jetzt habe ich euch Käse erzählt hier. Dann machen wir erstmal was anderes. Weil ich jetzt keinen Inventarplatz mehr habe. Hiermit könnt ihr auch zum Beispiel bauen. Könnt ihr eure Hütte hiermit bauen, auch mit dem Holz. Na, ihr kennt das alle aus Minecraft und so weiter. So, habt ihr hier schon mal so eine kleine Fläche halt, ne? Könnt ihr dann so bauen, wie ihr wollt. Hier mit Fenster. Allen drum und dran, ne? Könnt ihr euch auch aus verschiedenen Materialien so bauen, wie ihr möchtet. Das müsste man natürlich noch kurz dazu sagen. Wenn man. Ich habe jetzt immer nach unten geguckt und habe die gesetzt, dann stehen die, also wenn ich das Kreuz so direkt hier drauf halte, dann stehen die nach oben halt. Wenn ich den jetzt aber hier dran mache zum Beispiel und rechtsklick, dann stehen die anders. Dann zeigt das Innere nach vorne. Sollte man natürlich beachten. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Inventarplatz. Jetzt nehmen wir uns unser Messer und gehen hier zu so einem Grasbüschel. So, und den ernten wir mit dem Messer jetzt. Ganz wichtig. Jetzt nehmt ihr den Grasbüschel in die Hand, duckt euch wieder, also STRG links, und macht einen Rechtsklick. Dann ist hier das Zeug drauf, bleibt in der Hocke, nehmt euch jetzt das Brennholz und macht euch das einfach da dran. So. Jetzt könnt ihr mit Rechtsklick. Ist noch nicht fertig, oder? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Braucht man drei oder mehr? Muss mal gucken, ob man das weiter auffüllen muss. Also, wie gesagt, ich bin selbst noch ein bisschen Noob. Ich muss selbst mal ab und zu mal testen hier. So. Nehmen wir uns halt nochmal Dreier. So. Nochmal in die Hocke. Also, einer fehlte. Also, vier braucht er. Und schon ist das Feuer fertig. Jetzt sucht ihr euch wieder einen leeren Platz auf dem Inventarplatz unten auf der Leiste und macht mal einen Rechtsklick auf das Feuer, wenn ihr drauf schaut. Und jetzt seht ihr hier das Feuer. Jetzt seht ihr auch die Temperaturen hier. So ein Brennholz hat eine Brenntemperatur von 700 Celsius und eine Brenndauer von 24 Sekunden. Das könnt ihr jetzt hier mit Rechtsklick reinmachen oder ihr macht alles rein. Dann brutzelt das hier schön vor sich hin. Und wenn ihr jetzt Fleisch habt oder so, dann packt ihr das hier rein. Dann erscheint hier eine Zahl auf dem Pfeil hier, aus so einer Zahl, ja,
Genau. Temperatur halt. Und das Fleisch, bei dem Fleisch steht auch, was es für eine Temperatur braucht, bis es anfängt zu grillen oder zu braten oder was auch immer. Und wenn diese Temperatur erreicht ist, die steigt dann hier, also hier steigt die ja auch jetzt. Und hier steigt die auch die Temperatur. Und dann füllt sich diese Leiste grün und auch am Ende kommt euer Fleisch wieder raus. Und dann geht das wieder von vorne los. Dann erhöht sich wieder die Temperatur in diesem Fall hier wieder von vorne, bis es die Temperatur hat, was das Fleisch braucht. Und dann füllt er sich wieder und dann kommt das nächste Fleisch und so weiter. Damit ihr das in etwa wisst. So, ja, ihr könnt natürlich jetzt auch in das Feuer alles Mögliche reinmachen, ne? Ja. So, dann machen wir noch schnell ein weiteres noch, was ich euch noch zeigen kann. Wir werden jetzt einfach mehr Gras farmen. So. Aber hier diese Büsche hier. Brauchen wir ein paar von. Ich weiß gerade nicht, wie viel aus dem Kopf. Aber wie viel haben wir jetzt? 18. Ich glaube, jetzt müssen wir einmal so machen. Nee. Falsch. Jetzt weiß ich selber nicht mehr viel. So war es genau. Das ist die Reihenfolge. Ihr braucht 6 Gras, dann bekommt ihr ein Heugras raus. Das Feuer ist jetzt aus, aber es ist nicht verloren, das Feuer. Könnt ihr auch mehr machen. So. Habt ihr 3. Und jetzt die 3 nehmen. Hier rein und dann habt ihr ein Heubett. Ihr könnt auch ein richtiges Bett machen. Dafür müsst ihr Holzverarbeitung erst beherrschen. Das heißt, ihr braucht eine Kupfersäge etc. Jetzt nehmt ihr das Bett raus, packt das euch in die Leiste, macht das Crafting-Fenster zu. Geht hier drauf und dann setzt ihr euch irgendwo euer Bett hier. So, jetzt habt ihr hier halt ein Bett. Das ist kein Spawnpunkt, muss ich dazu sagen. Das habe ich selbst auch noch nicht rausgefunden, wie man spawnt, weil wenn man tot ist oder stirbt, dann spawnt man sehr, sehr weit weg und die Map, seht ihr mit M, ist sehr, sehr groß. Das sind wir jetzt hier, der weiße Punkt. Wenn wir noch ein bisschen reinzoomen. Ihr seht auch so ein bisschen das Haus. Es gibt also auch noch keine Marker. Ihr könnt ja nicht mit Rechtsklick oder Linksklick irgendwelche Marker setzen. Das geht nur über einen Chatbefehl, den ich jetzt aber leider auch nicht weiß. Wollte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Ich wollte euch nur einfach nur mal zeigen, dass die Map sehr groß ist. Ich bin jetzt mal komplett rausgezoomt. Und man kann die Map auch noch verschieben. Also es geht noch sehr, sehr weit überhin. Das habt ihr halt noch nicht entdeckt. So, ich sag mal, und ihr sterbt jetzt hier oder so, dann kann das sein, dass der hier irgendwo spawnt oder so. Und dann müsst ihr halt gucken, wo ist eure Hütte und wieder zurücklaufen. Wenn ihr irgendwo in der Wildnis euren Stuff verliert, den ihr im Inventar habt, ja, wenn ihr Glück habt, findet dann wieder, wenn ihr vielleicht ein futuristisches Gedächtnis habt, aber ansonsten ist der verloren. Deswegen immer sehr vorsichtig hier sein. Es ist nicht Minecraft, wo man dann einfach mit seinem Zeug wieder spawnt oder obwohl das ist ja auch nicht mehr so. Gut, in dem Bett könnt ihr schlafen und das werden wir jetzt auch machen und damit beenden wir dann auch diese Folge. Die geht schon länger wie mein Let's Play. Die Folgenlänge der Tutorials sind unterschiedlich, so wie ich was zu erklären habe. Ich hoffe, es hat euch geholfen, die Folge. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge. Lasst mir ein Like da, ein Abo, das würde mir sehr weiterhelfen und würde ich mich sehr darüber freuen. Schreibt mal ein paar Kommentare. Und dann, ja, wie gesagt, sehen wir uns in einer weiteren Tutorial-Folge. Wir machen dann auch direkt hier weiter. In dem Sinn sagt euer Feljack, bis zum nächsten Mal. Und jetzt gehen wir schlafen. Ach nee, wir müssen hier drauf, ne? Und jetzt Rechtsklick, genau. Und dann einfach nur schließt er die Augen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!